Ich stand heute am Freitag, am 10. Februar 2023, in der Schlange im Supermarkt vormittags und habe mich gewundert, warum es nicht weitergeht. Und dann habe ich geschaut und da war ein älterer Herr gerade an der Reihe, der gezahlt hat, hat einen 20-Euro-Schein ausgelegt und dann zwei Hände voll Kleingeld. Die Kassiererin hat es dann geordnet in Stapel. Das waren so 10 und 20 Cent-Stücke. Hat es gestapelt, dass es jeweils so 1 Euro ergibt und hat dann festgestellt, dass 5 Euro fehlen. Und hat dann nach dem Filialleiter gerufen, also Stornokasse so und so. Der kam auch und also der war gleich in der Nähe, deshalb war er auch schnell da. Aber in dem Moment, als ich das so bemerkt habe, ging es bei mir ganz automatisch. Ich habe meinen Geldbeutel aufgemacht, habe einen 5-Euro-Schein gesehen, habe den rausgenommen, habe mich so etwas vorgedrängelt bis zur Kasse, der Kassiererin, und habe das gegeben und gesagt, ja, das geht dann schon. Und damit war das erledigt. Den Mann habe ich gar nicht angeguckt. Ich wollte ihn jetzt auch nicht in irgendeine Situation bringen, dass ihm das peinlich ist. Ich wollte auch keine Dankbarkeit. Das war auch total automatisch. Ich sage das jetzt nicht, damit ich jetzt hier der große Samariter bin. Das war irgendwie ganz automatisch. Das musste ich sein, musste ich machen. Und ich meine, das ist Altersarmut. Das ist ein alter Mann gewesen, eigentlich gut gekleidet, hat wahrscheinlich sich überlegt, was er alles kaufen kann für das Geld, das er hat, und war dann eben doch nicht ausreichend. Und ich habe mir nur gedacht, ja, nächste Woche wird es genauso sein. Der wird wieder kommen und wird wieder vielleicht nur ein paar Euro zur Verfügung haben. So nah war ich der Altersarmut noch nie. Schönes Wochenende.